Aber auch die haben wieder keinen Fisch dabei, weil es einfach unnötig ist. Ja. Ihr macht das schon. Ja, das passt aber auch von der Reichweite eigentlich tatsächlich. Eisen kann ich ja hier vollkommen vergessen. Die Mine kann ich aber bauen, interessanterweise. Aber es gibt hier für mich keins. Vielleicht haben die aber auch keins. Vielleicht haben die auch gar keins. Das könnte tatsächlich sein. An die Möglichkeit habe ich noch nicht mal gedacht. Ich habe ja keins, aber vielleicht haben die auch kein weiteres. Das würde bedeuten, jeder Gefallene von ihnen wird nicht mehr ersetzt. Das macht tatsächlich, wenn ich das so denke, rückt das hier alles in ein ganz anderes Licht. Ich gucke erstmal nach dem Verteilen. Oh mein Gott, das ist ja unwichtig. Ja, ich brauche eigentlich nur was für Goldschmelze. Oder so. Ich mach's mal so. Oh, hier kriege ich dann so ziemlich alles, aber nicht ganz alles. Hol das. Hol das. Jetzt muss ich auch noch eine Bäckerei bauen irgendwann. Hättest du das doch mal weggemacht, du Einfallspinsel selber. War gar nicht so schlecht da. Machst du den Baum da weg? Vielleicht darf ich dann. So wird's gehen. Dann gucken wir, dass wir den ausgraben. Das passt schon, ihr habt genug Anbaufläche, finde ich zumindest. So schießen die recht schnell, aber manchmal neigen die ab und zu ewig lang zum Beladen zu brauchen. Naja, ich mache erstmal hier alles fertig von mir aus. Oh, ich habe ganz vergessen, Leute. Ja, ein paar Gehilfen mehr wären vielleicht langsam echt nicht verkehrt. Ich habe noch die Anfangsgehilfen so ziemlich. Klar, kann das nicht rundlaufen. Es ist sehr nahrungssparsam, aber das ist dann auch schon gewesen. Wenn die Wirtschaft halt nicht läuft, weil keiner was holt, dann ist das eher ein Nachteilsvorteil. Oh, es gibt schon keine mehr. Ich soll unbedingt den Bäcker fertig haben. Ich brauche dann erstmal noch einen Gerber. Und dann noch ein Bäcker.
Jan! Was? Ich schieß auf das da. Gut, die Bäckerei ist noch nicht kaputt, das ist gut. Ja, weiß ich. Schauen wir noch ein paar Gehilfen. Könnt ihr den Gasthof doch einfach plündern, habt ihr was zu essen. Ein Fass austrinken und ein paar Würstchen mitnehmen. Bei Kalschers kann man auch Kriegsbeute sammeln. Wenn die zerstörten sollten. Warum geht's hier nicht? Okay, fangen wir einfach mal an. Wenn du irgendwer in Lederrüstung kommst, immer zubauen. Ich brauche davon jetzt massiv viel. Und da du jetzt gerade eh nichts zu tun hast, kannst du auch ein paar Holzschilde machen. So, jetzt nächste Bäckerei bitte. Und dann sollte ich vielleicht auch mal gucken, dass ich ein bisschen weinigen Wein bekomme noch. Erstmal lass ich fertig bauen. Vorher nicht. Ich will die Kaserne bauen. Ich will die Kaserne sehen. Sire, greif an! Welchen Sinn hatte dieses scheiß Lager? Ich glaube, es ist eigentlich so gedacht, dass du... dass sie damit rauslocken kannst. Aber ich glaube, es hat irgendwie nicht funktioniert. Gut. Was ist da fertig bitte noch? Muss ja super Wein hier werden, den es hier gibt. Ja, vielleicht brauche ich da später noch mal was hin. Oder so. So, es passt schon besser. Ja, lass uns das mal so. Jetzt muss erstmal ein bisschen was gemacht werden. Später fange ich damit Gold an. Da ist die erste Haut. Jetzt brauche ich aber den Bogenschützen nicht mehr. Ja. Aber trotzdem super, dass es da ist. Und noch viel besser, dass der hier schon weg ist. Ich kann echt versuchen, ob ich von hier einen von denen treffe und sie dann einfach rauslocken. Aber ich habe Angst, dass er hier mega viel in der Rückhand noch hat.
Und die sind nicht so eine Gefahr, weil bis die hier draußen sind, vergeht sehr viel Zeit. Aber vielleicht kann ich es trotzdem irgendwie machen, dass ich es hier da hinten erwisch. Du hörst das mal auf, das ist schon viel hergestellt. Wir nehmen das Holz jetzt erstmal zum Bauen. Es hat für mich gerade ein bisschen höhere Priorität. Seid ihr schon fertig? Sire? Jetzt schon. Zu Diensten. Also die Ballisten haben auf jeden Fall Durchschlagskraft ohne Ende. Ich mag die Ballisten mehr als die Katapulte. Klar, die Katapulte können viele treffen. Problem ist aber, die treffen auch deine eigenen. Erstens. Und zweitens habe ich das Gefühl, so ein Ballistenpfeil ist so ziemlich immer tödlich. Oh, zu viel Holz. Wir haben fast schon zu viel Fläche, wie mir scheint. Ich weiß nicht, was das hier war. Natürlich auch blöd, das. Seht ihr, das hätte ich jetzt plündern können. Schon offen, weil das diese Wurst so ein bisschen aus wie könnte auch ein Kackhaufen sein. Na, ist auch egal. Ja, ich lade mir die Wurst einfach noch ein bisschen. Aktuell tut's ja. Dann werde ich den Fisch ein bisschen los. Dann kann ich noch ein bisschen auf Bein setzen. Ja, der ist schön am Arbeiten. Könnte ja überlegen, ob ich hier tatsächlich noch einen Holzfäller reinsetze. Und vielleicht noch eine zweite Waffenwerkstatt. Nicht Waffenwerkstatt. Ein zweites Sägewerk tatsächlich. Guck mal, ob das geht. Hier noch eine Verbindung und hier noch eine Verbindung. Ich weiß nicht, ob der so effizient arbeiten kann. Ist egal. Aktuell haben wir zu viele Bäume. Dann gönne ich dem einfach immer mal ein bisschen Pause. Es dauert jetzt noch ewig, bis sie das alles fertig haben. Holz kommt halt nur stückweise rein. Verstanden? Stückweise. Genau. Ich glaube, wenn die dann hier anfangen, geht's schneller. Ich habe das Gefühl, das läuft eine Sekunde in den Weizen. Andererseits. Ach, ich weiß auch nicht. Oh, dann könnt ihr euch jetzt an die Straße machen. Das müsste wahrscheinlich höher gemacht werden. Die werden jetzt wahrscheinlich runtergemacht. Planieren ist eine Scheißarbeit. Aber es muss halt gerade sein. Häuser möglichst auf geraden Boden bauen. Und da der Boden selten gerade ist, muss er planiert werden.
gut ist, bis das Weingut fertig ist, sind die Sachen wahrscheinlich hier schon endlich fertig. Oh, die haben nicht mehr alle was zu tun. Machst du das? Gräbst du? Nee. Du musst die Straße machen. Also brauche ich dann einen Holzfäller und zwei Schreiner. Und noch einen Bauern. Damit warte ich mal noch. Baut mal lieber erst das Weingut bitte. Dann hat nämlich ihm hier auch was zu tun. Dann nutzt halt auch sonst irgendwas. Ah, oh, jetzt schön halt schon mal alles gepflastert. Bei meiner Berufsschule ist auch der Shop ein bisschen erweitert worden. Das sieht man daran, dass da der Boden geteert ist und gepflastert. Mitten im Shop. Haben sich halt einfach gedacht, oh, sollte mal ein bisschen weitergehen an der Stelle. Was ist los? Geht etwa Holz. Haben sich wahrscheinlich irgendwann gedacht, okay, wäre besser, wenn es ein bisschen weitergeht. Hier rumstehen. Ah, jetzt fangen sie an, die Beinfässer zu brauchen. Korn läuft nicht so gut. Ist aber egal. Genau. Bitte da oben fertig bauen. Vorher wird ja nichts anderes angefangen. Da kommen die Speckstreifen. Schön. Das baut schon fertig. So sollte es eigentlich passen. Vielleicht baue ich hier unten dann auch noch mal einen Förster rein. Ein Holzfäller, einfach nur, dass ich mir es erlauben kann, ununterbrochen Waffen zu produzieren. Ein paar Minütchen mache ich noch mit euch. Der kommt auch nicht hinterher. Hört doch mal auf. Der hat sein Nutzholz halt gerade.
wir werden bald Essen brauchen. Essen wird langsam knapp. Ich könnte da allerdings auch mal die Rüstungswerkstatt bauen. Ich komme halt sehr oft ans Mikro, tut mir leid. Boah, ich glaube, ich könnte es rein theoretisch bauen, wenn der Berg nicht so extrem pervers hoch wäre. Das ist eine enorme Steigung. Oh, die sind doch verschwunden, die Bäume. Guck mal, dass er da auch noch was macht. Nö, ein Schredder reicht ja dann. War schon fertig, Mensch. Immer noch kein Holz über. Das ist ja richtig pervers langsam. Ah, deshalb brauchte ich noch einen weiteren Schrein, ich erinnere mich. Da war ja noch was. Jetzt kannst du dich bauen. Ich glaube, so schnell werden die mich nicht angreifen, die Gegner. Die Stunde ist rum und jetzt geht's. Ja, ich brauche ungefähr eine Stunde, bis ich mit der Waffenproduktion anfangen kann, immer. Machen wir lieber da hinten weiter. Irgendwer sollte jetzt gucken, dass er wird gegessen. Fisch ist aber jetzt aus. Ne, Fisch ist noch nicht aus, aber doch jetzt eigentlich schon. Echt?
ärgerlich. Der ist wirklich perfekt an der Stelle. Jetzt warte ich einfach, bis das hier weg ist. Wo gehst denn du hin? Oh, Master schon. Auf jeden Fall geht es jetzt hier richtig zur Sache. Diesmal. Moment, da fehlt echt noch Holz? Jetzt habe ich so wenig Getreide. Ich muss was gegen das Getreide machen, also gegen den Mangel an Getreide. Erstmal noch Bergleute. Ich muss irgendwo eine Metzgerei reinhauen. Das geht so nicht. Scheiße. Okay, das ist ein beschissener Punkt. Tatsächlich. Ich brauche die Metzgerei. Ich kriege hier massive Essensprobleme. Okay, das brauchen wir noch. Aber das ist halt sehr... Da ist halt sehr viel Wurst. Ja. Immer noch Hunger? Ja. Wir wissen, was für die für so Werte haben, wenn die rauskommen, aber ich glaube, Wein und Brot macht sie fast voll. Und die sagt halt fast. Wurst ist natürlich besser. Ja. Ah ja, man merkt schon den Unterschied. Ich glaube, ich mache hier noch mal ein bisschen Getreide, weil ich habe das Gefühl, das ist zu wenig. Oder vielleicht doch nicht und die holen so nicht ab. Könnte allerdings auch sein. Ja. Ja, bring es schon rein und dann. Was macht ihr denn? Okay, das ist echt ein Problem. Du hast einen Stein, geh doch damit nach oben. Oh, mehr Wege tatsächlich. Die blockieren sich ja alle vom Lager. Ja. Weil der hier geht bald drauf, weil die alle dumm rumstehen. Was macht ihr denn? Blockieren sich aufs Schlimmste hier. Ich habe keine Ahnung, was eure Aufgabe ist. Ah, gut. Dass sich das mal ein bisschen auflöst.
Also jetzt geh bitte essen. Ja. Oder lass es bleiben. Lass es bleiben und verreck einfach. Was machst du da? Ihr wechselt immer wieder eure Position von oben nach unten und mehr nicht. Ja, genau. Hier sowas, das ist total dumm. Die wollen beide in die gleiche Richtung und wechseln dann einfach die Position, obwohl das überhaupt gar nichts bringt. Ja. Gehst du jetzt mal essen? Danke. Jetzt gucken wir mal, dass wir das ja erstmal fertig kriegen. Wisst ihr, wir wissen, das Problem das ist? Das Problem vom Zukunftswichtel. Oh ja, die sind einfach, jetzt sind sie vollgelaufen mit Getreide, weil die halt alle irgendwie nicht durchkommen. Ich glaube, es wird besser, wenn die Mühle dann, wenn die dann hier runterlaufen können. Weil so ein Verkehrsstau ist schon echt scheiße. Das Gute ist, er kann jetzt richtig gut arbeiten hier. Die anscheinend auch. Ja, wenn die Straße hier dann läuft, dann denke ich mal, läuft es auch. Aber er hat sich jetzt alles überall angestaut. Ja. Oh, habe ich echt denn zu viel ausgebildet? Egal. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Nights at Versions für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute. Wow. 0 zu 107. Eigentlich echt super.